Jetzt kommt Herr Dr. Helmut Böttiger an die Reihe. Er wird über die Klimakatastrophe sprechen, über Gewissheit oder politische Machenschaft. Auch hier wieder ein brisantes Thema, von dem wir sagen, wenn dieser Mann Recht hat, dann ist es wichtig, dass wir ihn hören, dass wir informiert werden über das, was er zu sagen hat. Zu Dr. Helmut Böttiger lese ich etwas vor, was ich über ihn gefunden habe. Er ist promovierter Soziologe, also er ist durch und durch in Kenntnis über Ursprung, Entwicklung und Struktur der menschlichen Gesellschaft. Er studiert diese Entwicklungen. Er ist Verleger. Er betreut und schreibt zahlreiche Veröffentlichungen zum Treibhausthema. Von ihm stammt die erste Aufklärungsbroschüre zur Klimaangst. Die heißt Treibhauseffekt, Ozonloch, Klimakatastrophe oder Medienpsychose. Eine sehr interessante Darstellung. Ich habe einen Strafartikel im Schweizer Strafgesetzbuch entdeckt oder zwei. Da geht es um falschen Alarm und Schrecken der Bevölkerung. Beim falschen Alarm heißt es, wer wieder besseres Wissen grundlos einen öffentlichen oder gemeinnützigen Sicherheitsdienst, einen Rettungs- oder Hilfsdienst, insbesondere Polizei, Feuerwehr, Sanität, alarmiert, wird mit Gefängnis oder mit Buße bestraft. Beim Schrecken von der Bevölkerung heißt es, wer die Bevölkerung durch Androhung oder Vorspielen einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum in Schrecken versetzt, wird mit Zuchthaus bis 3 Jahren oder mit Gefängnis bestraft. Nun, uns wird über die Politik, über Politiker ständig eingetrichtert, dass die Klimakatastrophe uns alle unter den Boden bringt, dass der Wasserhochstand kommt, dass wir alle ersaufen, auf der anderen Seite alle der Dürre verfallen. Und unser Herr Dr. Helmut Böttiger ist aber ein Experte auf dem Gebiet und er schreibt in einem seiner Vorworte, weder fanden seit der Jahrtausendwende die prophezeiten Überschwemmungen kleiner Inseln noch die heißen Sommer oder Winter statt. Also wenn das nicht stimmt, was uns gesagt wird, dann müssen wir fragen, was bedeutet denn diese Klimaerwärmung? Gibt es die überhaupt? Und wenn ja, wer ist dafür zuständig? Aber wenn Menschen sagen, wir kommen alle um, ist das ein Schrecken der Bevölkerung, dann ist das ein falscher Alarm. Und das muss einfach mal juristisch auch festgestellt werden. Wenn das so ist und die Zusammenhänge, die man uns sagt, eher politisch sind, eher auf Geld und Macht basieren, dann gehören solche Menschen angezeigt. Wir möchten einfach hören, was Dr. Böttiger zu sagen hat. Aber wir wollen einfach neutral zuhören, wollen das heute nicht auseinanderreißen. Wir wollen nur hören, was dieser Mann uns zu sagen hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich auch beim Veranstalter bedanken, eingeladen worden zu sein. Passiert mir nicht so häufig und von daher vielen Dank. Waren Sie kürzlich mal in Deutschland? Wenn Sie dort einen Wald gesehen haben, müssen Sie zum Psychiater, dann leiden Sie an Halluzinationen. Denn in Deutschland ist der Wald nach Meinung anerkannter Wissenschaftler 1995 gestorben. Wir reden heute über Klimaveränderung, Klimawandel und die Ursachen. Kürzlich meldete, und zwar am 18.02. meldete Daily Express, Zeitung in England, Global Warming, Fragezeichen, it's the coldest winter in decades. Von China, von Griechenland über Türkei, Tadschikistan bis hinter nach China, Japan und Nordamerika, kältester Winter seit Jahrzehnten. Nur mit uns hier scheint es Petrus besonders gut gemeint zu haben. Wenn alle Medien es bringen, dass CO2 das Klima erhitzt und zur Katastrophe führt, dann muss doch etwas dran sein. Das denken die meisten Mitbürger.
Nun glaubt zwar jeder Stammtischbruder in Deutschland, dass er von den Medien belogen wird. Wenn es aber zu einer Diskussion kommt, dann sagt er, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Wo? Im Fernsehen. Sie kennen auch den Witz von dem modernen Untertanen. Der hat einen Verkehrsunfall, er kriecht auf allen Vieren nach Hause, schaltet den Fernseher ein, um bestätigt zu bekommen, dass er wirklich einen Verkehrsunfall hatte. Eines der überzeugendsten Argumente in dieser Klimakatastrophe ist ja der angebliche Konsens der Wissenschaftler. Und von daher, damit möchte ich beginnen. 1992 gab es eine UNO-Konferenz in Rio, die erste große Klimakonferenz. Damals hatten 65 Nobelpreisträger, also geadelte Wissenschaftler, sich im Heidelberger Appell zu Wort gemeldet und vor übereilten Schlüssen gewarnt. Haben Sie davon in den Medien gehört? Wahrscheinlich nicht. Im gleichen Jahr behauptete der jetzt geadelte Nobelpreisträger Al Gore in seinem Buch Wege zum Gleichgewicht, 98% der Wissenschaftler seien überzeugt, der vermehrte Ausstoß von CO2 werde eine Klimakatastrophe auslösen. Diese Aussage wurde überprüft von dem berühmten Gallup-Institut und das hat festgestellt, 81% der Geowissenschaftler konnten keine wissenschaftlich stichhaltigen Hinweise auf eine Klimakatastrophe erkennen. Dabei wurde auch festgestellt, dass nur 2% der einschlägigen Wissenschaftler in den Medien zu Wort kommen und dass diese 2% ausgerechnet zu den 19% gehören, die überzeugt sind, dass es eine solche Katastrophe geben wird. 1995 kam dann die berühmte UNO-Konferenz in Berlin. Damals wurde eine Leipziger Erklärung herausgegeben, die ebenfalls die Gegenposition gebracht hat, aber mit dem gleichen Effekt. Diese Leipziger Erklärung wurde unterschrieben von Professor Vin Nielsen. Das war der Generalsekretär der Meteorologischen Gesellschaft der UNO. Und dann hat man ihn gefragt, ja, warum melden Sie sich jetzt erst? Und dann hat er in der Zeitschrift Ingenieuren gesagt, dazu hätten wir ja erst zu Missionaren werden müssen. Wir glauben ja nicht, dass etwas falsch läuft und können daher ruhig schlafen. Daher habe ich erst jetzt meinen Handschuh in den Ring geworfen, aber um offen zu sein, es ist mir bisher kaum möglich, mit meinen Ansichten beim Umweltministerium Gehör zu finden. Das war Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie. 1998 hat dann der Greise Fred Seitz einen Versuch gestartet, er hat einen Aufsatz herumgeschickt an die Geowissenschaftler in den USA und hat sie gesagt, wir stehen vor einer Zeit, dass also massive Eingriffe in die Wirtschaft gemacht werden, äußern Sie sich dazu. Das gab dann die Erklärung, Oregon Petition, die inzwischen von 20.000 Geowissenschaftlern unterschrieben worden ist. Darüber hat man in Deutschland nichts erfahren, wie es hier war, weiß ich nicht. Doch, man hat was erfahren. Spiegelredakteure haben sich mockiert und haben gesagt, das sei ungebührlich, weil der 80-jährige Fred Seitz dazu seine Autorität als früher Präsident der US-Akademie der Wissenschaft ungebührlich ausgenutzt hätte. Wird Autorität nicht benutzt beim IPCC? Die UNO war aber verunsichert und hat dann eine Frau beauftragt, eine Studie zu machen. Das war Noemi Oreskes, die hat in Science dann einen Aufsatz gezeigt. Sie hat also Aufsätze durchforscht nach einem bestimmten Stichwort, was drin vorgekommen ist, hat dann 900 Aufsätze gefunden, 978 Aufsätze und hat dann festgestellt, von diesen sind 75% der gleichen Meinung, dass wir auf so eine Katastrophe zusteuern.
dann hat Benny Peiser von England die gleiche Methode angewandt. Er stieß auf 1247 Aufsätze, von denen aber nur 322 diese These unterstützt haben. Als er seinen Einwand bei Science veröffentlichen wollte, fanden die allerlei Ausflüchte, das nicht zu bringen. Nun, wie sieht es mit der Klimakatastrophe aus? Am 20.09. war in der Bild, 20.09.2007 war in der Bild-Zeitung zu lesen, die Klimakatastrophe, jetzt macht die UN Druck. Die Vereinten Nationen wollen den Kampf gegen die Erderwärmung zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit machen. Okay. Doch es gibt immer noch Menschen, die den ganzen Klimawandel für Schwindel halten. In Bild entlarvt Professor Latif vom Leibniz-Institut die 6 Thesen der Klimaleugner. Und anhand dieser Entlarvung möchte ich Sie durch das Thema jetzt führen. Die These 1 heißt, der Mensch sei unschuldig, Klimaschwankungen gab es schon immer. Dagegen Latif dann, falsch, es gab zwar immer schon natürliche Klimaschwankungen in der Geschichte der Menschheit, aber noch nie eine solche. Dass er ausgerechnet den Klimaleugnern, jetzt den Klimawandelleugnern vorwarf, den Klimawandel sozusagen als Gegenargument ins Spiel zu bringen, das übergehen wir mal. Es gab natürlich immer schon Klimaschwankungen, das wissen Sie alle von der Schule. Wir hatten Eiszeiten, wir hatten Warmzeiten. Das Römerreich ging kaputt, die Völkerwanderung kam, weil es eine Kaltzeit gab. Dann hatten wir ein Klimaoptimum im Mittelalter. Das war die Zeit, als Grünland genannt worden war, weil es dort grün war und die Wikinger dort Landwirtschaft betrieben haben. Und dann kam die kleine Eiszeit mit Hungerskatastrophen, mit Missernten und mit Hexenverbrennungen. Hexenverbrennungen hatten nicht nur einen religiösen Charakter, sondern man sagte, diese kleine Eiszeit, diese damalige Klimakatastrophe ist die Strafe Gottes für böses Verhalten, weil es Hexen gab. Und es ist ganz interessant, das zu untersuchen, dass viele, zum Beispiel Kaiser Karl der V., hat den Schwellwert möglichst hoch gehängt oder hochhängen wollen, um die Damen vor dem Zugriff der aufgebrachten Masse zu schützen. Das kam, weil man meinte, Klimakatastrophe, da wären die Hexen schuld und die müssen deswegen entsprechend bestraft werden. Schauen wir jetzt an, das ist jetzt eine sehr lange Geschichte, ich weiß nicht, der eine oder andere kann sich an die Schule erinnern, aber wir sehen die CO2-Kurve, wir hatten sehr hohe CO2-Werte und die sind allmählich runtergegangen. Grund daran ist, dass die Pflanzen eben das CO2 sehr gerne mögen und daraus und unter anderem auch unsere Nahrungsmittel erzeugen, sich selbst und unsere Nahrungsmittel. Und deswegen hat der CO2-Gehalt deutlich abgenommen. Gleichzeitig gab es noch andere, die CO2 sehr gerne mögen. Sie wohnen hier in den Alpen, sie kennen den Kalk. Nicht? Das sind Meerestiere gewesen, die Calcium mit CO2 verbunden haben und dadurch Kalkstein gemacht haben. Und deswegen sind die CO2-Bestände in unserer Atmosphäre zurückgegangen. Und Sie sehen unten die Kurve, die zwischen Warm- und Kaltzeiten hin und her geschwankt ist, die also mit dem CO2 nicht viel zu tun hat. Wie sieht es jetzt in jüngerer Zeit aus? Wenn wir diese Kurve rechts sehen, dann könnte man schon sagen, das machen wir so weiter wie bisher. Da haben wir eine bedenkliche Entwicklung. Und diese Kurve sehen Sie auch überall. Wenn wir ein bisschen in der Zeit zurückgehen, dann sehen Sie ein ganz anderes Bild. Das ist eine der längsten Kurven, die wir in Europa haben, am Hohen Peißenberg. Dort ist keine Stadt in der Nähe, das ist also
relativ unberührte Gegend. Und Sie sehen eine Temperaturentwicklung von 1700, dann geht sie runter und dann kommt sie wieder hoch. Das ist eine Schwankung, die mit dem CO2 nicht sehr viel zu tun hat. Denn ab 1800 ist natürlich sehr viel CO2 dazugekommen, aber vorher ist das CO2 nicht weggekommen. Sie sehen jetzt die übliche Kurve, Sie sehen, wann sie anfängt, wie sie hochgeht. Und auch diese Kurve hat zwei interessante Momente. Sie sehen, ab 1940 wird es kälter. Ab 1940 haben einige der heutigen Klimaapostel haben gesagt, jetzt kommt die neue Eiszeit. Da wurde es kälter. In dieser Zeit sind 400% mehr CO2 in die Luft entlassen worden. Das war die Nachkriegsaufbauzeit als davor. Aber es wurde kälter. Und dann sehen Sie rechts die Kurve. Das sind zwei Kurven. Die eine geht hoch. Das sind von Messstationen. Und die andere, die unten schwankt, die sind von Satelliten, die man also ab 1979 hat man Satellitenmessungen. Die bleiben relativ flach. Die Delle in dem Temperaturverlauf, die wollte man natürlich gerne weghaben und hat die ein bisschen auszudengeln versucht. Und deswegen hatten sie viele Meldungen in der jüngsten Zeit, dass also die letzten 10 Jahre die allerwärmsten waren und in den letzten 10 Jahren gibt es die wichtigsten Erwärmungsphasen. Sie konnten im August in der Leipziger Zeitung etwas lesen, nicht nur dort, sondern auch anderswo. Das möchte ich Ihnen vorlesen. Ein Fehler in der US-Temperaturstatistik hat das Jahr 1998 zum wärmsten Jahr seit 1880 gemacht. In Wahrheit war es jedoch das Jahr 1934. Das Liberale Nationale Zentrum für Politikanalysen hat die US-Weltraumbehörde NASA beschuldigt, in aller Stille weitere alarmierende Klimadaten der vergangenen 120 Jahre korrigiert zu haben. So stehe jetzt fest, dass von den 10 heißesten Jahren seit 1887 sechs in einer Zeit gewesen seien, als es noch keinen erhöhten Ausstoß von Treibhausgasen gab. An einen Rechenfehler bei der NASA zu glauben, ist schwierig, die also einen Satelliten, eine Rakete hinten um den Mond herumsteuern kann, sehr präzise. Da wird schon etwas anders eine Rolle gespielt haben. Tatsächlich war es so, das ist die Temperaturstatistik nochmal, Sie sehen, die 34er Jahre, das war hoch und dann gab es tatsächlich 98 wieder einen Höhepunkt. Aber Sie sehen dann rechts, wie es weiterging. Das heißt, nachher gibt es einen Abfall, eine abfallende Kurve. Es hatten sich nämlich zwei Personen um die Daten bemüht, auf denen diese Temperaturkurven gemacht worden sind. Ein Stephen McIntyre und ein Ross McKittrick. Und diese zwei hatten einen Namen sich gemacht dadurch, dass sie eine andere Kurve kritisiert haben, die durch die Weltraumbehörde sehr stark verbreitet worden ist. Das war diese Kurve links, die sogenannte Hockeystick-Kurve, Hockeyschläger-Kurve. Also über die Jahrzehnte wäre das Klima relativ gleich geblieben, aber mit der Industrialisierung sei es dann steil nach oben gegangen. Wenn man diese beiden, die das gemacht haben, waren Statistikspezialisten und die haben dann dem Rechenalgorithmus beliebige Zahlen eingegeben und jedes Mal kam die gleiche Kurve raus, nämlich diese vier Kurven, die ich da rechts beigefügt habe. Das heißt, hier war ein Rechenalgorithmus in das Programm eingebaut, der immer die gewünschte Kurve bringt. War das jetzt nur Dummheit oder war das jetzt Absicht, kann man sich fragen. Nicht? Die Temperatur ist eben nicht gleich geblieben, sondern, wie wir an der grünen Kurve sehen, es gab eben
Schwankungen. Es wurde wärmer und kälter. Und von daher kann man also sagen, so eindeutig, wie das die Hockeyschlägerkurve und die Klimaretter gesagt haben, kann die Sache doch nicht sein. Kommen wir zur zweiten These. Ich zitiere wieder aus der Bild-Zeitung. Die Erwärmung wird nur von der Sonne bewirkt. Dagegen sagte Latif, 3/4 der Erwärmung ist vom Menschen gemacht, nur 1/4 geht auf natürliche Ursachen zurück, insbesondere die Sonne. Aber der Sonneneinfluss passiert in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und seitdem nicht mehr. Da hat die Sonne Pause gemacht. Bisher nahm man an, die Sonne würde gleichmäßig strahlen, immer die sogenannte Sonnenkonstante. Inzwischen kann man das nachmessen. Und wir kriegen folgendes Bild. In der Tiefe, das war in dem Maunder-Minimum, das heißt die kleine Eiszeit, die ich vorhin erwähnt hatte mit den Hexen. Und danach ist die Sonnenaktivität deutlich angestiegen. Allerdings, und hier ist nur die Sonnenwärmestrahlung gemessen, allerdings ist der Unterschied sehr gering. Das ist also 0,7%. Und das kann diese Klimaschwankung eigentlich nicht ausmachen. Aber die Sonne wirkt ja nicht über die Wärmestrahlung allein, sondern es gibt andere Bestandteile. UV-Strahlung zum Beispiel hat einen sehr starken Einfluss auf die Zirkulation der Atmosphäre in den oberen Schichten. Darüber will ich aber jetzt nicht weiterreden. Entscheidend ist der Sonnenmagnetismus. Die Sonne strahlt einen Sonnenwind aus, der Gott sei Dank bei uns nicht ankommt, durch die Atmosphäre und die Magnetstruktur der Erde abgelenkt wird. Linkes Bild. Das sind Partikel, die also mit erheblicher Geschwindigkeit von 300 bis 700 Meter pro Sekunde auf die Erde zurasen und dann abgelenkt werden. Diese Teilchen erzeugen das Erdmagnetfeld um unsere Atmosphäre herum. Und zum Teil dringen sie eben bis unten durch. Und zwar schießen, das ist jetzt das Entscheidende, dieser Sonnenwind erzeugt also diesen Schutzschild um unsere Erde. Was eigentlich das Klima ausmacht, das sind die Partikel, die aus der Galaxis heraus mit großer Geschwindigkeit auf die Erde zuströmen. Sogenannte kosmische Strahlung. Und so ein Partikel schlägt 2000 in hoher Höhe auf die Luft, zerschlägt ein Luftatom oder ein Molekül und bringt Kaskaden von kleinen Teilchen herunter. Und diese Teilchen, und das sind die Keimzellen für Wolkenbildung. Haben wir also viele solche kosmische Strahlungen, haben wir Wolkenbedeckung. Und das kühlt. Haben wir wenig solche Strahlung, dann haben wir schönes Wetter und es wird wärmer. Das Ganze kann man jetzt nachmessen. Das heißt, die Wolkenbedeckung erzeugt die Albedo. Das heißt, die Sonnenenergie, die Wärme kommt nicht auf der Erde an, sondern wird zurückgespiegelt. Und man hat das jetzt in den USA gemessen, indem man das Erdlicht, so wie der Mond bei uns auf die Erde scheint, so scheint die Erde auf den Mond und hat die Rückmeldung, die Spiegelung des Erdenscheins auf dem Mond und die Rückspiegelung auf die Erde gemessen und hat da folgende Kurve festgestellt: Das Albedo, das Erdalbedo ist heruntergegangen. Das ist die rechte Kurve. Und wenn das Albedo heruntergeht, das heißt, wenn mehr abgespiegelt wird, dann wird es kälter. Und wer mehr von der Sonne durchdringen kann, wird es wärmer. Und Sie sehen ganz deutlich, es wird weniger abgespiegelt, also wird es auch wärmer. Es gibt einen kleinen Zwischenruf dabei. Wir wissen zum Beispiel auf dem Mars, gibt es ja an den Polkappen Eis, Trockeneis.
Und wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass dieses Trockeneis zurückgegangen ist bis etwa 2003. Und seit 2003 wächst das Eis wieder. Das heißt, die Marsmännchen sind sehr viel Autos gefahren und haben sehr viel CO2 in die Luft gebracht dort und haben dadurch eine Klimakatastrophe gemacht, aber leider 2003 geht die zurück. Ähnliches Phänomen kann man auch auf dem Mond Triton des Saturn feststellen, aber da will ich nicht ins Detail gehen. Man kann das Ganze jetzt messen, historisch zurück, hat Indikatoren über die Sonnenaktivität, nämlich diese kosmischen Strahlen, die auf Stickstoff und Sauerstoff auftreffen, erzeugen Isotope. Und eins dieser Isotope, das radioaktiv, ist das C14, Kohlenstoff 14. Und aus Grund der Ablagerungen, in diesem Fall hier, das hat dann Professor in Heidelberg gemacht, aufgrund der Ablagerung weiß man, wie stark die kosmische Strahlung auf die Erdatmosphäre auftotzt, das heißt, wie stark die Sonne die abgewehrt oder reingelassen hat. Die rote Kurve zeigt also einen Indikator für die Sonnenaktivität und das schwarze Feld ist dann die Temperatur. Und Sie sehen, es gibt eine recht gute Übereinstimmung zwischen der Sonnenaktivität und den Temperaturen auf der Erde im Mittelalter. Und jetzt haben wir noch die gleiche Geschichte. Man kann nun das Magnetfeld natürlich messen. Und das wird auch seit 1800 ein bisschen was gemessen. Das ist der sogenannte AA-Index. Und da sehen Sie, eine Übereinstimmung zwischen der roten und blauen Kurve. Und das eine ist die Temperatur, sehen Sie oben im Eck, da steht CO2 und beim anderen steht irgend so ein Zahlenwust, das ist die Messstation für die Temperatur. Die rote ist also die Temperatur, die blaue scheint der Magnetismus und die Temperatur und die gelbe Kurve, die hochgeht, das ist die CO2-Kurve, wie sie am Mauna Loa gemessen wurde. Und diese Kurve, da muss man nun auch sagen, die wurde vorher aus Eisbohrkernen genommen, da ging man davon aus, dass sich CO2 im Eisbläschen fest einschließt, also die Luft, die Atmosphäre, wie sie tatsächlich war, in Eisbläschen einschließt und dann in diesen Bohrkernen über Jahrtausende gespeichert ist. Nun weiß man aber seit den 30er Jahren, dass auf dem Eis immer ein Wasserfilm ist, in dem sich das CO2 löst, das heißt CO2 wandert im Eis. Deswegen sind die Daten für CO2 in den Eisbohrkernen nicht stimmig. Aber seitdem misst man nun auf dem Mauna Loa den CO2-Gehalt der Luft und stellt fest, es ist eine steigende Tendenz. Nur, hier wird allerlei gerechnet, bevor man die Daten hat. Erstens, der Mauna Loa ist ein aktiver Vulkan, der enorme CO2-Ausgasungen hat. Von Natur. Zweitens rechnet man den Hitzeinsel-Effekt heraus und verschiedene andere Daten, das heißt, wir kriegen keine Messdaten, sondern wir kriegen hier manipulierte oder aufbereitete Daten, die natürlich alle höchst wissenschaftlich sind. Aber die Kurve zeigt recht deutlich, dass es eine gute Übereinstimmung zwischen dem Magnetismus und der Temperatur gibt und eine schlechte Übereinstimmung zwischen CO2 und der Temperaturentwicklung. Wie viel CO2 haben wir in der Luft? Sie wissen, CO2 ist das Klimagift, aber Sie trinken es im Bier mit, Sie trinken es im Sprudel. Hier habe ich hier eine Zusammensetzung der Atmosphäre. Das meiste ist Stickstoff, das andere ist Sauerstoff, dann gibt es noch Spurenelemente, ist etwas schwierig zu erkennen. Und ein dieser Pünktchen, es sind 3000, können Sie nachzählen, wenn Sie es können, und eins davon entspricht dann dem CO2. Stellen Sie sich einen Marktplatz vor, 3000 Leute, alle wollen nach rechts, einer will nach links. Welche Chance hat er? Dann kommen wir zur nächsten These.
gegen die Behauptung, CO2 hat keinen Anteil an der Erderwärmung, Wasserdampf sei schuld, setzt Latif falsch. Wer das behauptet, verwechselt den natürlichen mit dem vom Menschen gemachten Treibhauseffekt. Wasserdampf hat zwar einen Anteil von 60% am natürlichen Treibhauseffekt, der unsere Erde 15 Grad warm erhält, aber daneben gibt es den unnatürlichen, den vom Menschen gemachten Treibhauseffekt, und der sorgt dafür, dass die Wärmekatastrophe kommt. Dazu möchte ich jetzt ein Zitat vorlesen, die von dem großen Klimawarner Krassel, Professor Krassel, Max-Planck-Institut stammt, im Jahr 1990. Die Strahlen der Sonne, die ungehindert von diesen Gasen durch die Atmosphäre der Erde dringen und die Oberfläche des Planeten so wohltuend erwärmen, bleiben, wenn sie als Wärmestrahlung entweichen wollen, unter einem Schirm von Spurengasmolekülen zurück, wie in einem Glashaus gefangen. Je mehr davon in der Atmosphäre schweben, desto wärmer wird es auf der Erde. Das ist ein Naturgesetz. Hat man uns erzählt, die meisten von uns haben es geglaubt. Außer diejenigen, die ein Glashaus haben. Aber wir alle haben eins. Sie wissen im Auto, wenn Sie das im Sommer abstellen, wird es in dem Auto, wenn die Sonne scheint, sehr warm. Fassen Sie aber mal an die Fensterscheibe, dann werden Sie feststellen, die Fensterscheibe ist eigentlich recht kühl. Was ist das Problem? Die Wärme dringt ein. Normalerweise auf der Straße haben wir eine Luftzirkulation. Warme Luft steigt auf, kalte kommt von der Seite und von unten nach und es wird kühler. Im Auto geht das nicht, im Glashaus geht das nicht, da ist das unterbunden durch die Glasscheibe. Und da diese Zirkulation unterbleibt, heizt sich das Glashaus auf, wie das Auto auch. In dem Augenblick, wo die Sonne aber untergegangen ist, ist die Wärme 0, nichts weg. Können Sie ausprobieren, setzen Sie sich mit dem nackten Hintern im Winter ins Glashaus bei wohltuender Wärme und warten die Nacht ab, Sie werden sich wundern, wie schnell es dort sehr kalt ist, trotz Glas, trotz CO2. Tatsache ist natürlich, dass das CO2 diese Turbulenzen nicht unterbinden kann, das wird verwirbelt. Das CO2 steigt mit auf mit der Luft oder fällt auch mit ab mit der kühlen Luft. Das heißt, das CO2 bietet keinen Schirm. Das ist kein Naturgesetz, sondern das ist dummes Zeug, was uns da erzählt wird. Und dann gibt es eine Aussage, die sagt, der natürliche Treibhauseffekt sei 33 Grad. Haben Sie sicher schon gehört, denn von Natur wäre es auf der Erde durchschnittlich 15 Grad minus, durch den Treibhauseffekt ist es 18 Grad plus durchschnittlich warm. Auch diese Sache stimmt nicht. Das hat Professor Gerlich, ein theoretischer Physiker, ziemlich gut nachgewiesen. Natürlich umstritten, es liegt auch an der Person, er ist ein sehr wilder Handfinger, loose cannon, würde man in den USA sagen. Was man gemacht hat, man berechnet Durchschnittswerte, die nicht stimmen. Man nimmt die Abstrahlung von der Erde, rechnet daraus zurück und kommt dann auf die Temperatur. Und errechnet auf diese Weise diesen Strahlungsantrieb. Nun ist die Erde aber nicht durchschnittlich warm, sie strahlt nur tatsächlich. Strahlen tun nur tatsächliche Körper. Und es wird ein anderes Problem noch, ist dabei, jeder Körper, schwarzer Körper, jeder Körper strahlt entsprechend seiner Temperatur in einem bestimmten, in einem Wellenbereich von kurz- bis langfristig Infrarotstrahlung aus. Wird er wärmer? Dann steigt die Strahlung in der vierten Potenz viermal so stark. Sie können sich vorstellen, dass die Wärme, die zusätzliche Wärme, sehr schnell über Strahlungsprozesse weggeht. Außerdem erfolgt die Strahlung in Lichtgeschwindigkeitszeiten. Und man berechnet jetzt umgekehrt aus der Abstrahlung von der Erde zurück auf die Temperatur und kommt deshalb auf diese minus 15 Grad. Aber diese Rückrechnung ist kein Naturgesetz. Die ist naturgesetzlich nicht bewiesen.
Und von daher ist dieser Strahlungsantrieb von 33 Grad eigentlich mehr eine Mythologie. Ich will aber in dieses Ding nicht eingehen. Wenn Sie unter Gerlich oder Teuschner nachgucken im Internet, dann finden Sie die Studie, und wenn Sie gut in Mathematik sind, können Sie die dann auch nachrechnen. Deutlicher wird vielleicht eine andere, eine allgemeinere Überlegung. Die Erde strahlt als schwarzer Körper, sie ist aber kein schwarzer Körper, sie ist bunt, aber vor allem sie hat eine Atmosphäre und sie hat einen Ozean. Dieser Ozean speichert Wärme, die Atmosphäre speichert Energie, auch Wärme. Und dieses wird bei diesen ganzen Berechnungen von den 33 Grad Strahlungsantrieb einfach außen vor gelassen. Wenn Sie zu Hause im Winter, wenn bei Ihnen die Heizung kaputt geht im Winter, dann haben Sie nicht 0, nix die Außentemperatur im Wohnzimmer, sondern es dauert eine gewisse Zeit, bis es kalt wird. Und so ist es auch auf der Erde. Es sind nicht die Klimawandelleugner, also die Katastrophenleugner, sondern es Schindluder mit dem Treibhaus, mit dem künstlichen Treibhauseffekt machen wohl doch die anderen. Gegen die Behauptung, zusätzliches CO2 in der Atmosphäre hat keinen Einfluss auf das Klima, setzt Lahti falsch. Die Skeptiker verstehen nicht, warum CO2 überhaupt klimawirksam ist. Die Atmosphäre ist wie ein riesiges Treibhaus, wobei die CO2 die Rolle des Glases übernimmt. Es lässt die Wärme nicht entweichen. Je mehr CO2, desto dichter und dicker das Glas und umso größer die Erwärmung. Über das Glashaus habe ich schon gesprochen. Wir müssen jetzt etwas über den Wärmehaushalt der Erde sagen. CO2 hat schon einen Einfluss auf den Wärmehaushalt der Erde, aber einen minimal geringen und nicht den großen, der nachgesagt wird. Die Zusammensetzung habe ich schon gezeigt. Wir müssen unterscheiden bei diesem Klimaprozess ein paar Sachen vorab. Einmal zwischen der Reflexion. Die Reflexion ist ein Spiegel. Die Sonne, wenn wir die mit einem Spiegel zurückspiegeln, wie das Albedo der Wolken oder der Meeresoberfläche, ist etwas anderes als ein Strahlungsvorgang. Die Emission, Reemission ist Blödsinn natürlich, es gibt nur Emission, sieht so aus. Ein Molekül, ein dreigliedriges, also ein C und zwei O, hat Schwingungen. Und wenn dieses Molekül von einem Photon, von einem Energiequantum getroffen wird, dann fängt dieses Molekül an zu schwingen. Und gibt dann früher oder später wieder ein Energiequantum ab. Das heißt, es führt zu einer Emission. Nun sind das Vorgänge, die in relativistischer Zeit ablaufen, aber man weiß, dass ein CO2-Molekül, wenn es getroffen worden ist von einem Photon, in Schwingung gerät und 10.000 Mal mit einem anderen Luftmolekül zusammengestoßen ist, bevor es in der Lage ist, dieses Energiequantum wieder abzugeben. Und bei diesen 10.000 Kollisionen ist die Energie abgegeben worden. Das heißt, das CO2-Molekül hat zur Erwärmung der Luft beigetragen. Die warme Luft steigt auf und weiter oben kann dann dieses Photon tatsächlich abgegeben werden. Und dazu müssen wir uns das Ding jetzt nochmal anschauen. Ach so, zwei theoretische Sachen noch vorab. Die Energie messen wir in Wärme normalerweise, weil wir müssen unterscheiden, es gibt auch andere Formen. Ich habe schon gesagt, die Schwingung des Moleküls, dann Wasserdampf, das ist die latente Wärme. Das heißt, wenn die Energie eingestrahlt wird, setzt das Wasser in Dampf um. Das wird deshalb nicht wärmer, sondern die Luft hat mehr Energie, die sogenannte latente Energie, die man nicht merkt. Feuchte Luft der gleichen Temperatur hat einen höheren Energiegehalt als trockene Luft der gleichen Temperatur. Man muss also dazwischen unterscheiden, Wasserdampf steigt auf,
Oben kondensiert er wieder, gibt die Wärme zurück und regnet kühl ab. Und daher arbeitet die Atmosphäre wie ein Kühlschrank. Er nimmt die Wärme auf, die Energie auf, gibt sie nach oben ab und oben wird sie abgestrahlt. Wärme empfinden wir durch das Zappeln, durch die Schwingung, durch die kinetische Energie der Moleküle. Die kommt zustande, wie ich gesagt habe, wenn ein Photon ein Molekül trifft, fängt es an zu schwingen, erwärmt sich. In dem Augenblick, wo das Molekül dieses Photon wieder abgibt, wird es kalt. Das heißt, es verliert seine kinetische Energie. Und das ist ein Prozess, der immer übergangen wird. Das heißt, wir schwanken dazu und dazwischen, dass die warme Erde Photonen abgibt in unterschiedlicher, oder reden wir von Strahlen, in unterschiedlicher Strahlenlänge. Einige davon, die passen, treffen CO2-Moleküle. Dort werden sie umgesetzt in Wärme. Dieses CO2-Molekül kann die Umgebungsluft erwärmen. In dem Augenblick, wo das CO2 wieder ein Photon zur Erde zurückschießen würde oder nach außen, wird dieses Photon kalt. Das heißt, es nimmt die Wärme von der Umgebungsluft über Stoßaktivierung wieder auf. Und dieser Vorgang wird einfach ausgeklammert, er wird nicht berücksichtigt, denkt man nicht dran. Wichtig ist, ein Molekül kann im Unterschied zu einem festen Körper Strahlung nur in einer ganz bestimmten Strahlungsbande, einen Schwingungsbereich aufnehmen. Und der Schwingungsbereich, in dem CO2 Energie aufnehmen kann, entspricht einer Temperatur von minus 52 Grad. Das ist der Temperaturbereich, in dem CO2 Strahlung aufnehmen kann und Strahlung wieder abgeben kann. Wenn im Minusbereich von 52 Grad CO2 eine Klimakatastrophe erzeugt, dann sind wir, glaube ich, alle froh. Vermehrte Treibhausgase könnten über die Rückemission, also über die Emission, die zur Erde zurückgelangt, tatsächlich den Wärmefluss von der Erde in die kalte ins kalte Universum etwas aufstauen. Das ist etwa, wenn Sie in einen Fluss einen Draht oder ein Seil spannen, dann hindern Sie den Abfluss, der Fluss steigt ein bisschen an, dafür fließt er aber in der vierten Potenz schneller. Das heißt, Sie kriegen kaum einen Wärmeeffekt. Hier habe ich nochmal diese Geschichte dargestellt. Links die Sonne ist ein heißer Körper, strahlt in diesem Bereich, erwärmt die Erde und die Erde strahlt in dem rechten blauen Bereich. Dieser dunkle blaue Fleck, das ist das stets offene Strahlungsfenster. Da geht die Infrarotstrahlung ungehindert hinaus. In den anderen Feldern wird es aufgehalten. Und das sehen Sie. CO2, Wasserdampf für die verschiedenen, wenn Sie es lesen können, für die verschiedenen Gase in der Luft, in welchen Bereichen die sozusagen die Infrarotstrahlabstrahlung blockieren. Aber jetzt schauen wir uns mal die Abstrahlung etwas näher an, die kann man heute auch sehr genau messen. Sie sehen rechts das stets offene Strahlungsfenster. Sehen die Einbuchtung, da ist eingetragen CO2. Dieses ist aufgenommen worden bei möglichst trockener Luft, ohne Wasserdampf in der Luft. Möglichst, weil ganz ohne gibt es nicht. Einmal in den Tropen, einmal im Mittelmeerraum und einmal auf der Antarktis. Das Interessante ist, diese Streifen, die Sie oben haben, in Kelvin, die zeigen die Temperaturäquivalente der Strahlung an. In den Tropen ist es wärmer, im Mittelmeerbereich ist es nicht ganz so warm. Und jetzt im untersten Bereich ist was Interessantes, wo oben die Einbuchtung sind vom CO2, sehen Sie unten eine Ausstülpung. Dort strahlt das CO2 mehr ab als der kalte Untergrund. Warum? Die Planck'sche Kurve liegt dort bei etwa 52
minus 52 Grad. CO2 strahlt bei minus 52 Grad. Die Erde, die Erdoberfläche in der Antarktis ist aber kälter. Und deswegen sehen Sie dort die Ausstülpung. Diese Ausstülpung oder Einbuchtung hat nichts mit der Energiemenge oder in der Energieintensität, sondern nur mit der mit den Strahlungslängen, mit den Wellenlängen der Strahlung zu tun. Das wird an dem anderen Bild deutlich. Hier haben wir die Aufnahme im gleichen tropischen Bereich, einmal mit Wolke und einmal ohne Wolke. Unten ohne Wolke ist es wärmer, dann reicht es höher rauf. Mit Wolken ist die Abstrahlung relativ kühl. Warum? Weil die Abstrahlung von den Wolken erfolgt. Und die Wolken sind kälter als der Erdboden. Und deswegen haben wir oben ein flacheres Bild und unten haben Sie ein sehr viel steileres Bild. Die Strahlung, die gemessen wird, hat nichts mit der Intensität, sondern mit dem Körper, mit der Temperatur des Körpers, der strahlt, der vorwiegend strahlt, zu tun. Und jetzt haben wir ein eigenartiges Phänomen, auf das meistens auch nicht hingewiesen wird. Unsere Atmosphäre besteht, wie wir vorhin gesehen haben, aus Sauerstoff, aus Stickstoff. Das sind alles Gase, die in einem Bereich strahlen, der weit über der Temperatur der Erde liegt, der also im Sonnenbereich liegen würde. Deswegen kommen sie als Treibhausgase nicht in Frage. Nur das CO2 die Treibhausgase sind in der Lage, durch Stoßaktivierung die Luft wieder zu kühlen. Das CO2 und die Treibhausgase übernehmen die Verantwortung, dass sich die Atmosphäre, die Luft, unsere Luft nicht überhitzt, sondern sie sind der Mechanismus, um die Wärmeenergie aus der Atmosphäre herauszubekommen. Das heißt, letzten Endes kühlt CO2. Hier habe ich nochmal gezeigt, in welchem Bereich CO2 abstrahlt bei einer Temperatur von minus 52 Grad. Und diese Temperatur ist etwa in der Tropopause. Das heißt also, 10 bis 20 Kilometer über dem Boden. Dort strahlt in der Tat dann das CO2 Energie in den Raum ab und trägt zur Abkühlung unserer Erdatmosphäre bei. Und hier noch etwas über die Fähigkeit, die Absorptionsfähigkeit von CO2. 20 Parts pro Million, also 20 Teilchen pro Million, nehmen einen sehr hohen Absorptionsgrad. 40 schon wesentlich weniger zusätzlich. Die muss man dann alle, die blauen müsste man alle übereinander. Gegenwärtig werden etwa 96% der Wärmestrahlung bereits absorbiert vom CO2. Wenn wir den CO2-Gehalt der Atmosphäre verdoppeln, kriegen wir vielleicht noch 2% dazu. Das heißt, hier ist ein ganz minimaler Zuwachs und deswegen hat der Mainzer Chemieprofessor Stadler recht, wenn er in der Zeitung geschrieben hat, die Strahlungen, die vom Kohlendioxid absorbiert werden können, werden bei der vorhandenen Kohlendioxidmenge bereits vollständig eingefangen. Mehr geht nicht. Der konstruierte Zusammenhang zwischen Global Warming und Kohlendioxidemissionen entbehrt einer wissenschaftlich kritischen Grundlage. Die Allaussage ist falsch, wie gesagt, ganz minimal wird noch zusätzlich absorbiert. Aber das sind ganz minimale Beiträge. Nun hat man gesagt, okay, wenn das CO2 so wenig kann, dann tritt Folgendes ein. Das CO2 erwärmt ein bisschen, entsprechend mehr Wasserdampf kommt in die Atmosphäre und der Wasserdampf, der macht dann das Gros aus. Aber auch dieser Rückkopplungseffekt ist falsch. Professor Flohn hat bereits 1978, also als die ganze Diskussion noch nicht war, festgestellt, empirisch durch Messungen, dass es diesen Rückkopplungseffekt vom Wasserdampf nicht gibt. Und Professor Linzen vom MIT, also auch keine unbekannte Persönlichkeit,
hat sogar festgestellt durch den Iris-Effekt, dass das Wasser eine negative Rückkopplung hat. Das heißt, mehr Wasserdampf in der Atmosphäre reduziert etwas den Klimaeffekt durch einen Iris-Effekt, das heißt durch eine Art von Lichtspaltung. Iris, nicht? Also die, was sie beim, wie nennt man das, dass das Spektralfarben entstehen und die werden dann abgestrahlt. Und man kann das auch belegen und messen und das ist eigentlich kein Streitpunkt. Das heißt, hier haben wir keinen Rückkopplungseffekt. Und nun sagt man, CO2 hat ganz bestimmte Eigenschaften. Wir wissen, dass CO2 vom Menschen stammt. Auch diese These ist problematisch. Das von uns Menschen produzierte CO2 hat ganz bestimmte Merkmale, die sich vom natürlichen CO2 eindeutig unterscheiden. Dieses kann man messen. Und zwar wird durch das Verhältnis von Isotopen, Kohlenstoffisotopen im CO2, die Herkunft des CO2s ermitteln. Diese Unterscheidung ist auch wieder problematisch, ich will aber gar nicht darauf eingehen, weil es natürlich ist, jeder weiß das, der Mensch führt pro Jahr etwa 7 bis 8 Gigatonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre ein. Da brauche ich keine Unterscheidung, ich weiß, dass wir dieses CO2 hineinbringen. Nur CO2 ist die Lebensgrundlage, das müssen wir auch wissen. CO2 ist die Pflanzennahrung schlechthin und ohne Pflanzen haben wir auch nichts zu beißen. Nun gibt es aber Probleme mit dem CO2. Sie wissen aus der Sprudelflasche, wenn Sie die kalt aus dem Kühlschrank nehmen und aufmachen, geht es relativ einfach. Wenn die Sprudelflasche warm ist und Sie machen sie auf, dann pfeift es. Was rauspfeift, ist das CO2. Warum? In kaltem Wasser löst sich CO2, im warmen Wasser nicht. Nun bedenken Sie, dass 2/3 unserer Erde ca. 3000 bis 4000 Meter durchschnittlich mit Wasser bedeckt ist. In diesem Wasser ist wesentlich mehr, das 600-fache des CO2 gelöst als in der Atmosphäre. Wird es ein wenig wärmer, durch höhere Sonnenaktivität, durch mehr kosmische Strahlen, haben wir einen Ausgasungseffekt. Und dieser Ausgasungseffekt ist nachweisbar. Sie kennen diese Kurve, die wird immer als Beweis gebracht, dass ein Zusammenhang zwischen CO2 und Temperatur besteht. Das sind die Bläschen am Wodstock-Eis. Und Sie sehen sehr deutlich, dass die Kurve tatsächlich sehr parallel läuft. Das Problem der CO2-Messung für die Atmosphärenmessung habe ich vorhin erwähnt, das hält sich nicht da drin. Aber wenn man das jetzt noch untersucht, stellt man fest, dass es einen Time-Lag, eine Zeitverschiebung von 800 Jahren gibt. Erst wird es wärmer und 800 Jahre später haben wir dann die Spitze beim CO2. 800 Jahre ist eine lange Zeit. Warum? Weil die Ausgasung aus dem Meer relativ langsam geht. Wir haben aber steilere Anstiege und Messungen. Warum? Man vergisst, dass wir Wasser auch in anderer Form haben, nämlich als Nebel, als Wolken, das sind Tröpfchen, Eispartikel, Wassertröpfchen. Die haben eine Oberfläche, das haben Leute ausgerechnet, klapper es nur nach, die ist 270.000 Mal so groß wie die Oberflächengewässer auf dem Boden. Und über diese Wassertröpfchen erfolgt natürlich ein CO2-Austausch, der sehr viel schneller geht, aufgrund der höheren Oberfläche. Und von daher haben wir verschiedene Tempi, in denen dieser Austausch zwischen Atmosphäre und Wasser erfolgt. Auch diese Tröpfchen sind natürlich so, werden die kälter, nehmen die mehr CO2 auf, werden sie wärmer, geben sie es wieder ab. Nun haben wir, ich habe es vorhin schon erwähnt, nicht nur die Pflanzen nehmen CO2 auf,
Verarbeiten die zu Holz oder zu Stärke oder zu Nahrungsmittel? Am Land geht es so, dass die Pflanze das CO2 aufnimmt, dann verrottet die Pflanze und gibt dieses CO2 früher oder später wieder ab. Da haben wir ein relatives Gleichgewicht. Wir haben aber auch im Meer sogenannte Biota, Lebewesen, die genauso Photosynthese betreiben, das heißt mit dem Sonnenlicht CO2 binden. Wenn diese Biota, der Krill oder die Algen, wenn die nicht gefressen werden, dann sinken die ab zum Meerboden und geben dort unten einen Kohlenwasserstoffschlamm, der dann früher oder später möglicherweise als Kohle oder als Erdöl wieder zutage tritt. Und diese Meerbiota, die setzt etwa 20 Gigatonnen CO2 im Jahr um. Und dann haben wir diese Tierchen, das ist eine Fülle von ähnlichen Tierchen, die also das Calcium im Wasser umsetzen in Kalkstein. Die sind dafür verantwortlich, dass es Algen gibt, dass es Kalksteine gibt, das dann nicht mehr löslich ist und binden so enorme Mengen von CO2. Nicht? Wenn Sie den Kalk, Dolomit oder den Kalk, den Sie hier haben, wenn Sie den brennen, dann wird dieses CO2 wieder frei. Deswegen, die Betonindustrie setzt enorme Mengen von CO2 frei durch das Brennen von Kalk. Diese Tierchen verbrauchen sehr viel CO2. Und jetzt haben wir einen biologischen Regelmechanismus. Mehr CO2 in der Atmosphäre, mehr CO2 gelangt in die Wasseroberfläche, mehr CO2 wird von den Pflanzen und von den Foraminiferen aufgenommen, verarbeitet. Weniger CO2, dann sterben die ab, haben sie nicht genug. Und diese Durchschnittsgröße von 0,038 Prozentanteil sind eine Regelmessgröße. Das heißt, das ist der Regelmechanismus, den die Biologie eingehalten hat. Wird er unterschritten, sterben sie ab, wird er überschritten, nehmen sie zu und nehmen dieses wieder ab. Wir haben hier einen sehr guten Regelkreis, der allerdings nicht monatlich arbeitet, sondern eben über ein paar Jahre. Aber er arbeitet effektiv. Und von daher ist es relativ unerheblich, würde nicht sagen ganz unerheblich, natürlich muss man Energie sparen und so weiter, müssen wir auch beim CO2 durchaus ein bisschen aufpassen, nur dürfen wir keine Angst haben. Und jetzt kommt noch ein Problem. Sie wissen, das habe ich vorhin gezeigt, dass man sagt, das CO2 sei ständig in der Atmosphäre angestiegen, was man auf dem Mauna Loa gemessen hat. Hier haben wir einen Biologielehrer, Dr. Beck. Der hat sich die Mühe gemacht, hat die alte Literatur durchgeforstet und hat nun festgestellt, es gibt dort 90.000 Messungen von den Koryphäen der damaligen Zeit bis 1961, die diese CO2-Gehalte der Atmosphäre mit unterschiedlicher Genauigkeit, das muss man dazu sagen, aber die kann man heute nachvollziehen, gemessen haben. Und darunter sind sehr genaue Messungen gewesen. Und wenn man die nun verfolgt, dann sieht man diese rote Kurve. Und da sehen Sie, dass es durchaus früher CO2-Werte gab, die wesentlich höher lagen als heute, dass es Tiefen gab und wieder Höhen heute und wieder runtergeht. Das heißt, hier spielt dieser Regelmechanismus eine Rolle. Und die Messungen vom Mauna Loa sind durchaus problematisch, denn die beiden Hauptverantwortlichen dort haben von diesen 90.000 Messungen ganze 3 benutzt. Und von diesen 3 Messungen, die sie anerkannt haben, weil sie auf ihrer Linie lagen, waren 2, die technisch aufgrund der Technologie, die verwendet worden sind, problematische Messungen waren. Also letzten Endes haben sie eine einzige historische Messung, die ihre Aussage bestätigt, von 90.000. Und dann gibt es das letzte Argument, das immer sagt, wir haben aber doch die Modelle, der Computer rechnet uns das doch alles wunderbar aus.
Latif sagt so, die Erwärmung entwickelt sich genau wie vorhergesagt. Die Modelle wurden auch an vergangenen Klimaveränderungen getestet. Es gibt keinen Grund, den Modellen zu misstrauen. Dabei übersieht er den sogenannten Fudge-Faktor oder die Parametrisierung. Was heißt das? Nicht alle Prozesse, die ablaufen, sind bekannt. Und dafür setzt man Zahlenwerte ein, von denen man annimmt, dass sie stimmen. Und man setzt die so ein, dass das Ergebnis zum Schluss sich einigermaßen im Rahmen hält und der Computer nicht absurde Ergebnisse bringt. Das sind die sogenannten Fudge-Factors oder Parametrisierung. Ich will Ihnen jetzt noch sagen, was Professor William Kinnemonth, der hat ein Buch geschrieben, gesagt hat, welche Prozesse bisher nicht bekannt sind und schon gar nicht quantifizierbar sind, aber in den Modellen berücksichtigt werden müssen. Das ist die Ozeanzirkulation, die nur annähernd bekannt ist, aber nicht in der Quantität. Die ist aber entscheidend für den Wärmehaushalt der Erde. Dann auch die Zirkulation der Atmosphäre. Wir kennen den Wind, aber der Wind ist schwer vorhersagbar. Das heißt, die grobe Zirkulation ist bekannt, Hadley-Zellen, aber nicht im Detail und nicht so, dass man sie quantifizieren könnte. Insbesondere die Wanderung der Hadley-Zellen, also vom Äquator geht es hoch und kommt dann wieder herunter die Luft, dieser Kreislauf, der wandert, verschiebt sich mal nach Norden, mal mehr nach Süden. Unbekannt ist der Einfluss der Bodenfeuchtigkeit von Wolken und Wind auf das Klima sowie der vertikale Energietransport vom Äquator hin zu den Polen. Professor Kinnemonth ist kein Unbekannter. Er hat eine 40-jährige Geschichte als Meteorologe hinter sich, war lange Zeit der Vertreter Australiens in der Weltklimabehörde und beim World Meteorological Organization und auch in diesem IPCC, bevor er dann seinen Abschied nehmen musste. Aber ich will gar nicht so weit gehen, ich will Ihnen ein Stück aus dem IPCC selber zu den Modellen vorlesen. Das mache ich jetzt wegen der Originalität auf Englisch, sage Ihnen dann, was drinsteht. In climate research and modeling, we should recognize that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible, sagt das IPCC, das heißt die Bibel der Klimaretter. Das heißt auf Deutsch, das Klima ist ein schwer zu modellierendes, chaotisches System und die langfristige Voraussage von Klimazuständen ist nicht möglich. Ja, was denn nun? Herr Latif sagt es uns so und die Bibel, der Klimaretter sagt es ganz anders, aber dieser Satz steht natürlich nicht in der Zusammenfassung für Politiker, sondern auf Seite 774 dieses dicken Schinkens. Ich will zum Schluss noch etwas kurz zur Motivation sagen, hatte da mehr, aber es wird ja dann ein bisschen knapp auch. Man sagt immer, die Klimaskeptiker, aha, die sind ja von der Ölindustrie bezahlt, denn die Ölindustrie will ja verkaufen. Richtig? Die Ölindustrie will verkaufen, warum denn? Ja, weil sie Geld verdient. Das ist richtig, die Ölindustrie will Geld verdienen. Nicht verkaufen, sie will Geld verdienen. Und wir alle kennen Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Wie ist es, wenn man weniger Angebot macht? Dann kann man die Preise hochheben. Das kennt schon jeder Schüler bei uns im Gymnasium, mit dem geringsten Aufwand die beste Note zu schaffen. Wie viele Schwestern haben wir denn noch? Früher hatten wir mal 7, jetzt haben wir 4. Wenn man die Russen mal wegnimmt, die stören. Unter 4 Leuten sollte man sich sehr schnell verständigen können, ohne dass das irgendjemand überprüfen kann.
Da gibt es ja so Kommission, Monopolkommission. Das Problem ist nur, Energie ist die Grundlage unserer Existenz, unserer Versorgung. Und deshalb muss man natürlich sich rechtfertigen. Und eine Klimakatastrophe ist die beste Rechtfertigung, um dem Brotkorb der Nationen die Energieversorgung hochzuziehen. Und das ist eins der Motive, es gibt natürlich andere auch. Ich persönlich meine, ich habe das vorhin angedeutet, auf dem Triton und auf dem Mars seit 2003 wird es kälter. Und die Leute, die sich sehr intensiv mit den Zyklen der Sonne befasst haben, sagen, wir rutschen wieder in so etwas hinein wie das Dalton-Minimum. Nicht wie das Maunder-Minimum, das war schlimmer, die Hexen, aber das Dalton-Minimum, das war, wie es auch kalt war hier und unangenehm und Missernten und Hungersnöte auch in der Schweiz, haben wir vorhin gehört. Und hier ist natürlich die Frage, wenn da das CO2 helfen würde, wäre schön, es hilft aber nicht. Wir müssen uns anders vorsorgen. Nur wenn wir unsere Industrie kaputt machen, unsere Mittel kaputt machen, uns zu schützen, dann sind wir diesen möglichen Klimakatastrophe ausgeliefert. Und hier kommt das andere Punkt, wissen die Leute das nicht? Wissen die nicht, was Impfungen anstellen? Wissen die nicht mit dem Genfutter, was da passiert? Nehmen die das nur in Kauf, weil es Geld bringt? Tatsächlich einige ja, sehr viele. Aber dahinter gibt es auch ein Bevölkerungspolitikum. Haben Sie das Wort Überbevölkerung schon mal gehört? In 20er Jahren ist ja in Deutschland ein Buch erschienen, das hieß Das Dritte Reich von Müller-Vandenbrock. Hat nichts zu tun mit dem nachfolgenden Dritten Reich oder doch ein bisschen. 20er Jahre, 22 erschienen. Und da sagt Müller-Vandenbrock, Kapitalismus kann die Probleme nicht lösen, Sozialismus kann die Probleme nicht lösen, denn das Problem der Menschheit ist die Übervölkerung. Und dazu brauchen wir ein anderes System. Wir hatten die Eugeniksbewegung, die gesagt hat, du bist gut, du hast blaue Augen, helle Haare, du bist schlecht, du hast eine schwarze Haut und eine dunkle Haut und bist nicht so hübsch. Du, die Guten ins Körbchen und die Schlechten ins Kröpfchen. Nachdem die im Dritten Reich sozusagen schlecht gemacht hat, hat man die Eugeniksbewegung umgenannt. Und das ist genau, die ist finanziert worden von Rockefeller, genau den Leuten, die letzten Endes die ganze Genfuttergeschichte finanziert und die Forschung entsprechend gemacht haben. Überbevölkerung. Und Sie können entscheiden, gehören Sie zur Überbevölkerung oder gehören Sie zu den Auserwählten. Ach so, ich meine, die Sachen sind natürlich für viele sehr, sehr komplex. Ich habe deswegen ein kleines Büchlein geschrieben. Das kommt am Montag wahrscheinlich von der Druckerei. Ich habe vorher ein Express-Exemplar bekommen. Es schaut so aus. Da sind diese und noch ein paar mehr Bilder drin. Schön farbig, kostet auch gar nicht so viel. Es sind 9,95 Euro, also 10 Euro. Das ist der Imhof Verlag in Fulda. Und da kann man also das, was ich hier gesagt habe, und noch ein bisschen mehr nachlesen. Die Reklame wollte ich doch noch machen. Danke. Vielen Dank, Dr. Böttiger. Das war jetzt mal wirklich fundierte Wissenschaft, das wir gehört haben. Also wenn ich das jetzt recht verstanden habe, um zusammenzufassen, wird hier manipuliert, werden Messdaten manipuliert, wird uns etwas als Tatsache verkauft, was letztlich mit persönlicher Bereicherung zu tun hat. Was mich sehr angesprochen hat an diesem Vortrag, ist dieser Vergleich, Sie wollen nicht verkaufen, sondern verdienen. Das muss man mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, nicht? Das ist wirklich ein hochwertiger Ausspruch, den Sie uns hier zum Schluss auch noch mitgegeben haben. Man denkt sich das als Beobachter von außen oft ganz anders.
Aber dass es gar nicht der Sinn ist, zu verkaufen, sondern zu verdienen, da hängt doch schon sehr viel dran. Also ich möchte nochmal sagen, diese Information, die kann man bestätigt finden in dieser Weise in einem Wald von Wissenschaftlern, die man unterdrückt in der Öffentlichkeit. Hier gilt es einfach heute, die Dinge einmal zu hören, sie zur Kenntnis zu nehmen und das mal zu verdauen. Wenn das so ist, wie wir es gehört haben, und eigentlich die Sonne und was er alles erzählt hat, eigentlich Urheber dieser Klimaschwankungen ist, hat er deutlich gezeigt, über die Jahrhunderte lässt sich das beweisen, haben wir jetzt gesehen. Wenn das so ist, dann ist hier ein internationales Verbrechen im Gange einer Hochfinanz, die es zu bekämpfen gilt, die es zu entlarven gilt. Und das können wir nur mit der Wahrheit oder mit den Gegendarstellungen, mit Gegenmessungen, die man nicht einfach auf den Tisch werfen kann, weil sie ebenso von Wissenschaftlern kommen, die sich damit auseinandergesetzt haben.